Heidiho, Leute, und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part Legend of Zelda A Link to the Past. So, wir werden jetzt hier den schönen Tempel hier weiter rocken. Dazu werde ich einfach mal nach unten nochmal gehen. Ach, ich hätte mir eigentlich nochmal so ein Elixier mitnehmen sollen, wo ich einmal da... Ich bin aber manchmal selten dämlich, oder? Ihr habt doch bestimmt im letzten Part zugerufen, nimm dir noch ein Elixier mit, nimm dir noch ein Elixier mit, wo du eh keine Fee jetzt hast. Ja, ich weiß, ich bin dämlich. Dann gehen wir da nochmal schnell hin. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh, ich habe euch da doch schon bestimmt schon gehört. Nimm das Elixier mit, nimm das Elixier mit. Nein. Da ist einfach durch mich durchgerannt. Nein, ach. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Hallo. Vogel. Oh, jetzt hab ich gedacht, das kommt ja nicht mehr. Das ist ja beleidigt oder so. Beleidigt oder so. Ja, wir holen uns da nochmal so ein blaues Elixier. Und nehmen uns auch mal einen Gratis-Schluck. So. Hier gibt man nochmal einen Gratis-Schluck. Zum Aufheilen hier, zum Auffrischen. Ah, oh, geil. Erstmal schön betrunken hier. So, einmal zur neuen, dann in die Schattenwelt bitte rein. Einmal noch das Item gewechselt. Flotti flott. So. Jetzt aber nochmal von vorne. Diesmal habe ich magische Energie dabei. Ich habe 3 Feen, also das darf ja eigentlich nicht schief gehen. Warum funktioniert das eigentlich nicht mit meinem coolen Energiestrahl? Warum kratzt sie das nicht? Hm, warum kratze ich das nicht? Na, hier ist ja eh egal. Diese lila Mütze sieht auch so hässlich aus. Oh, mein Handy klingelt. Ah, immer schön, wenn ich aufnehme und mein Handy klingelt. Aber ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. So, ich bin jetzt voll aufgetankt. Magische Energie. Dann kann das jetzt erstmal nochmal weitergehen. Okay. Müssen jetzt irgendwie mal hier die anderen Räume irgendwie hinkriegen. Die jetzt hier nach rechts gehen. Rechts? Ja, rechts. Ah, hier wisst ihr ja meine Rechts-Links-Schwäche. Gut, dann weiß ich eigentlich auch, dass der Sumaria-Stab also auch magische Energie verbraucht, auch wenn es nicht viel ist. So, jetzt einmal durchgehechtet hier. So. Wegen Grabscher, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Nein, da kommt auch gerade schon wieder. Da kommt er. Oh, ich brauche den Feuer. Das Feuer! Na, Schnucki? So. Burn, Motherfucker! Burn! Oh, danke. So, immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, ich sollte dich erstmal töten. Ne? Findest du das nicht auch? Oder erstmal hier diesen Stein zur Seite rollen? So, und dann fangen wir mal an. Die Sache hier wieder von oben aufzurollen. Burn, Motherfucker, burn. Ich weiß gar nicht mehr, was da mich da jetzt erwartet. Hab ich voll vergessen. Jetzt lauf. Natürlich, natürlich. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. So. So, den muss ich jetzt hier sofort treffen. So. Jetzt lauf, Link. Lauf, 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 lauf. Oh, geschafft. Ach ja. Die Scheiße war das. Ich erinnere mich. So, burn, Motherfucker. Hä, wie soll man das denn hier hinkriegen? Also, da bin ich jetzt vollkommen überfragt, Leute. Ich weiß es nicht. Wie ich da diesen komischen... dieses komische Ding da aktivieren soll. Ich meine, irgendwie muss das ja was mit Bomben zu tun haben, oder? Lauf! Hm. Und auch die letzte Bombe mal wieder. Gut, wir haben keine Bomben mehr. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Bei dem Raum nebenan waren wir auch nämlich auch noch nicht drin.
Ja, was soll es denn da auch großartig geben? Außer ein Kompass. Ach, ich bin gerade voll überfragt, wie ich das hinkriegen soll. Ah, Moment. Vielleicht so? Ich hier ganz schnell bin? Nee, funktioniert auch nicht. Das funktioniert leider auch nicht. Vielleicht, wenn ich unsichtbar bin? Nee. Ha. Wie soll das funktionieren? Ah, Moment. Moment. So. Ja! Natürlich. So. Na klar. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Ich kleiner Depp, ich. Gut, vielleicht sollte man das wirklich auch mit Bomben machen, aber ich weiß nicht. So hat es ja auch funktioniert. Ach, geil. Ach, der Sumaria-Stab gefällt mir jetzt doch. Ich fand ihn ja erst ein bisschen nutzlos, aber... Ah ja, was soll's. Na komm, Schnucki. Ah! Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte dich töten. Hier gibt's bestimmt wieder total unnütze Sachen. Oh, der Kompass. Und warum hat sich das jetzt hier alles geändert? Nur weil ich einen Kompass gekriegt habe, bin ich irgendwo drauf getreten? Ich bin gerade überfragt. Na, egal. Das machen wir dann halt so. Ach, gibt's auch nicht wirklich was. Okay, mehr ist jetzt hier nicht, oder wie, oder was, oder wo. Okay, dann gehen wir halt in den Porter rein. Tot. Das war mir klar. Aber warum war mir es klar? Ich weiß es nicht. So. Oh, ein Schlüssel. Das ist fein. So. Und lauf, 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 lauf. Ach, das war so klar. Hallo. So denn halt, bitte. Na, es gibt da mir ein Herz. Wo komme ich denn jetzt hin? Ah, jetzt sind wir da oben. Cool. Ah, wir haben jetzt den Kompass. Ich wollte mir doch mal durchlesen, was der Kompass mir bringt. Schon wieder vergessen. So. Nein! Verdammte Kacke. Nein, 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 nein. Ah, so, das Item mal schnell wechseln, bevor ich den wieder aus Versehen ausrüste. Da wollte ich nochmal schauen. Nee, hier komme ich nirgendwo hin. Nee. Wenn er an mir vorbei ist. Jetzt. Oh. Na, das. Ja, das soll ich natürlich wissen. Klar. Und irgendwo geht jetzt auch gerade der Boden nach unten. Ja, sowas soll man denn auch wissen, dass da dann wieder so ein Ding kommt, das mich hier runterschubst. Genau. Ja, ja, lauf, 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 lauf. Verdammte Scheiße. Aber ich muss da unten rein. Da gibt es bestimmt auch noch wieder irgendeine Scheiße, aber... Nein, 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 nein. Ich wette, gibt es nur wieder irgendeine Scheiße, aber ist ja egal. Lauf, Link! Warum läufst du nicht, Junge? Lauf doch einfach mal. Okay, hat sich jetzt eh erledigt. Wieder raus, wieder rein. Ich weiß ja nicht, ob ihr das hört, aber ich höre das ja, wenn der Boden sich denn verdünnisiert. Das ist nicht so schön. Ich habe auch nicht so viel magische Energie und ich will meinen Krug da auch nicht verschwenden. Ah. Jetzt lauf, 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 lauf. Ist egal. Da war was. Lauf, lauf. Ha. Oh, geschafft. Na, Gott sei Dank. Oh, ich habe auch nur noch ein Mini-Herz. Das ist unschön. Aber egal. Was soll's?
wie auch immer ich da jetzt rüberkommen soll. Oder ist das jetzt nur hier zum Zurück... Moment. Ah! Nee, da muss jetzt wieder von der anderen Seite. Da falle ich sonst nur runter und dann bin ich tot. Okay, das hat sich jetzt eh erledigt. Ich bin jetzt tot. Na, was soll's denn? Hört ihr wenigstens das scheiße Piepe auf? Das nervt mich nämlich auch jedes Mal. Boah, mein Nacken. Puh, wie komme ich da jetzt hin? Oder wenn ich das Ding ganz nach unten ziehe? Komm mal mit. Komm mal mit, Schnuckiputz. Ja, ja. Haha. Na, sieh mal eine an. So. Und weißt du, du gehst mir sowieso schon die ganze Zeit auf den Sack. Wenn ich einen hätte. Tschüssi. Wo zum Geier bin ich jetzt hier schon wieder gelandet? Ach, hier unten. Schön. Ach, ja. Also habe ich jetzt eigentlich alles abgegrast. Außer da oben halt. Da komme ich doch nur irgendwie durch die blöden Porter-Dinger hin, sicherlich. Na, da reicht ja auch hier die Fackel. So, dann müssen wir hier nicht den großen, bösen Wolf nehmen. Großer, böser Wolf. Was gibt's hier? Komme ich hier noch irgendwo hin? So eine Geheimtür oder sowas? Nö. Ist einfach nur da, um mich zu ärgern. Das Spiel ist sowieso nur da, um mich zu ärgern. Habe ich manchmal das Gefühl. Nö. Okay. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder und, ja. Ich bin, ich sollte einfach mal, glaube ich, jetzt einfach oben lang gehen. Das wäre, glaube ich, so mal die richtige Entscheidung. Lassen wir uns einfach mal an Eingang porten. Und gehen mal oben lang. Mal gucken, was uns da erwartet. Auf jeden Fall diese komischen Viecher, die uns immer nachahmen. Oder besser gesagt, immer in die andere Richtung gehen. Halt. Brauche ich eine Fee? Ja, ich brauche eine Fee. Komm, Schnuppi, Schnuppi. Nein, jetzt habe ich es eingesammelt. Aber wenigstens nervt er mich jetzt nicht mehr. Ah, du bist so ein Vieh, okay. Nee. So. Ja, und ich hänge fest. Schön. Schöne Sache. Ah! Ah ja, so ging das. Genau. So. Ah, scheiße. Blödes Vieh. Die nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Yay, und warum bin ich jetzt schon wieder angeschlagen? Ich weiß es nicht. So, du leckst mich hier am Arsch. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Achso, habe ich jetzt die Tür aufgemacht oder wie? Einmal blau, bitte. Jetzt hänge ich schon wieder fest. Ich hänge fest! Verdammt! Ach, na Gott sei Dank. So, jetzt aber. Ah ja, die Tür ist offen. Wie Pfeile habe ich denn noch? 26. Ups. Na, das ist ja ganz toll. Gut, lassen wir eben mal hier rüberlaufen. So. Ah, hast du mal ausgedient. Olle Kuh. Ah, Moment. Da habe ich eine Idee. Wie ich dich, blödes Vieh, richtig schön einkesseln kann. Jetzt zieh, Link. Und schieben. Schieben. Sperren wir dich mal schön ein hier.
So, haben wir einen auch schon weniger. So, und jetzt nach oben bitte. Ah, meinst du, das funktioniert mit meinem geilen großen Schild? Das hast aber auch nur du gedacht. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Wenn ich die Dinger hier verschiebe? Autsch. Nö. Hätte ja sein können. Nein, 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 nein. So. Nein, nicht ihr Viecher. Schon wieder. War ja klar. Autsch. Arschloch. Nein. Nein. Mach hin. Danke. So, von da kam ich. Also gehen wir jetzt hier weiter. Okay, hier sind wir jetzt. Was sagt denn die Karte? Dann haben wir hier erstmal alles abgekratzt. Die zwei Räume, weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Habe ich keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch jetzt momentan total schnuppe egal. Ah ja, das ist ja der große Schlüssel. Den haben wir ja Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, scheiße, ich habe keinen Schlüssel. Oh, jemine. Oh, jemine. Oh, jemine. Das hier fällt mir so gar nicht mal. Hallo. Danke. Nee, das wollte ich jetzt nicht so. Einfach immer. Ach du meine... Geronimo! Was seid ihr denn hier? Hallo? Ach, ihr scheiß Viecher. Woher soll ich das denn wissen? Ha, die blöden Dinger. Na, schau mich an. Deinen schönen Augen. Ach, wie ist es einer weg? Lauf, Link. Lauf, Link. Ich hasse dieses Rumgepiepe. Das nervt. So, bitte einmal hier hinein. Warum wusste ich das? Na, wenigstens hört das Rumgepiepe auf. Pliep. Pliep. Blim, 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 blim. Autsch. Mann! Ah, okay. So. Lauf, Link! So. Ihr schafft. Kann ich dir irgendwie was mitmachen? Ne. Mal schnell das Item wechseln, sonst benutze ich den nachher nochmal so aus Versehen. Und dann gehen wir mal nach oben. Ach du, meine Fresse. Warum hasse ich diesen Raum jetzt schon? Weil er einfach scheiße ist. Nee. Oh, meine Maschmaschine fängt gerade an zu schleudern. Das ist schön. Nein. Geht doch mal in... Mann, habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh, der fährt ja auch noch. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rein. Sag mal, das ist ja hier voll die Verarsche hier, oder was? Nein, 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 nein. Ich brauch das Ding hier. Nein, nein. Autsch. Nein. Okay, die Bombe könnte ich auch gebrauchen. Oh, ich laufe jetzt hier einfach. Ich höre. Ach nee. Was sind das für scheiß Räume? Das sind eindeutig K.O.-Räume. Habe ich das Gefühl. Ah. Warum kann der sich da so toll drauf bewegen und ich nicht? Noch so einer. Na klar.
Wenigstens ein Herz. Ich hasse K.O.-Räume. Mann! Au! 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 Und vor allem dieses blöde Eis hasse ich. Was mache ich denn? Ich depp, Mann. Was? Ich bin Game Over? Warum bin ich Game Over? Hatte ich keine Fee? Mann, ich hatte keine Fee mehr. Scheiße. Na gut, der Part ist eh vorbei. Okay, Leute, das versuchen wir einfach mal im nächsten Part nochmal. Ich werde mir hier ein paar Fee besorgen. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht... Ich hatte doch bestimmt noch dieses Scheiß-Elixier. Ich wusste es doch. Ah ja, gut. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da wird es dann sicherlich besser. Ich drücke mir die Daumen. Also Leute, macht's gut. Ciao.